Wobei wir auch nach diesen Wasserfischen Ausschau halten sollten. Es ist hier nichts dran. Ich weiß nicht, wo diese Kristalle wachsen. Oder die Erze. Ob die so Lieblingsplätze haben. Boah, wie cool das aussieht. Hier ist eine Höhle gewesen. Oh Gott, nein. Whatever. Ja, es ist nichts hier drin. Da haben wir was. Könnte ein Salz vorkommen? Ist ein Salz vorkommen, ja. Ja, wir müssen mal gucken. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter. Auch, dass es gerade Nacht ist. Wir machen hier eine echte Nachtwanderung. Wir werden hier zur Nachteule bei diesem Spiel. Ja, da ist nochmal ein Fisch, der Wasser gibt. Den sollten wir uns auf jeden Fall angeln. Und das ist das, was ich meine übrigens. Ich glaube, dass man sie so besser fangen kann, als wenn man direkt drauf zuschwimmt. So, wir nehmen mal mit, was geht. Die wollte ich garantiert nicht haben. Die können wir auch gleich wegschmeißen. Denn die blockieren uns nur Inventarplatz. So, da war noch was. Es wird auch langsam hell. Das ist schon mal der Vorteil. Es wird hell. Das heißt, jetzt haben wir dann auch Chancen. So, wir laufen mal mit den Scanner rum. Oh, den hätte ich mir angeln sollen, den Fisch. Der hat Glück gehabt. Oder auch nicht. Ja, Quarz haben wir, glaube ich, genug. Ich glaube, Quarz brauchen wir nicht mehr. Haut doch ab. Alter Verwalter, aber... wir können da das Pulver rausholen. Das heißt, wir brauchen die auch schon. Mist. Oh, haben wir Glück gehabt. Das heißt, wir müssen die auch schon bewusst provozieren. Ach, können wir gar nicht mitnehmen. Hier haben wir auch noch was. Ist gesund, hilft mir nicht. Da ist noch was. Ja, so langsam finden wir was. Und so langsam würde ich auch sagen, sollten wir die notwendigen Sachen zusammen haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig. Wir können ja mal gucken. Nur wenn wir das Raumschiff reparieren können, wäre das ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Dementsprechend gucken wir mal. Wir brauchen definitiv Wasser. Ja, seltene Salzvorkommen verschwende ich jetzt gerade dafür, aber dafür haben wir eine bessere Essensqualität. Wir können Salz immer noch mal holen. Wir können es immer noch mal holen. Wir brauchen sauberes Trinkwasser. So, jetzt schauen wir nochmal. Wir wollten ja haben dieses Ding. Es fehlt nur noch Magnesium. Wo bekomme ich Magnesium her? Wir können Titan erstellen. 43 Energie haben wir nur noch. Also wir kriegen wieder eine Energieknappheit.
Magnesium. Salzvorkommen. Dreimal wird benötigt. Zwei haben wir. Ja gut, wir haben es für den Fisch natürlich jetzt eingeopfert. Das müssen wir zugeben. Allerdings glaube ich auch, dass das schon eine sinnvolle Investition war. So, wir brauchen noch ein Salzvorkommen. Das kriegen wir jetzt aber hin und dann geht es endlich weiter. Ja, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, dass wir das noch gebacken kriegen? Aber wie gesagt, letztendlich ist es natürlich das Spiel noch neu. Für mich. Und für euch hoffentlich auch. Und dann erkunden wir die Welt gemeinsam. Ihr könnt mir auch immer Kommentare unter dem Video schreiben, wobei ich jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr aufgenommen habe an Stück. Am Anfang, das dürfte Salz sein, oder? Jawohl. Ja, wir haben es doch schon. Das war es doch schon. Wenn wir jetzt hier nicht super diese Wasserfische haben, die holen wir uns dann natürlich nochmal. Wir nehmen uns mal Essen mit, ne? Ich glaube, das schadet nicht. Und wir brauchten diesen Fisch. Hä? Der ist schlau. Hey, wo bist du? Der ist gut, der Fisch. So, ich würde sagen, wir gehen zurück. Wir wissen ja jetzt, dass wir alles haben und nutzen das jetzt aus und bauen uns da dieses Reparaturdings und gucken mal, was wir damit anstellen können. Auch das ist natürlich eine interessante Sache. Und ich muss vielleicht mal gucken, welcher Fisch uns mehr Gesundheit bringt und welcher weniger, beziehungsweise Nahrungsmittel. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich müsste ich jetzt, jawohl, wunderbar. Und dann müsste ich daraus auch das Reparaturwerkzeug machen können. Ja, sehr schön. Es geht voran. Ein Überlebensmesser. Das heißt, uns fehlt noch Silikongummi. Vielleicht können wir das ja zufälligerweise noch herstellen. Nee. Aber ganz ehrlich, dann machen wir jetzt Step by Step. Da gehen wir jetzt gleich als nächstes hin. Das machen wir jetzt gleich als nächstes. Ohne groß umherschweifen. Das Inventar gibt... Ja, es gibt noch ein bisschen was her, aber wir sollten das Essen zubereiten. So, dass es dann wenigstens auch essbar ist. So, und dann nehmen wir das mal mit und dann haben wir ein bisschen was zu knabbern. Und, ich habe Eier, okay. Die lassen wir mal hier. Oh, dass man diese umbenennen kann, immer ist so doof. Wir können das mal hier lassen. Wir lassen mal das ganze Quarz hier, das brauchen wir jetzt nicht. Und diese Kreatureier, die brauchen wir auch nicht. Und das Titan brauchen wir nicht so viel. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder zu diesen Pflanzen dahin. Zu diesen, super, und dann können wir uns ein bisschen Messer auch machen. Damit können wir uns vielleicht gegen Fische wehren. Vielleicht ja auch schon gegen die Großen, ich weiß es nicht. Die sehen so abgestorben aus. Sind das die, die ich abgeerntet habe schon, oder täuscht das? Oh, der ist schon sehr gelb. Das heißt, der wird jetzt gleich losschießen. Voll schön, das Spiel. Also grafisch kann man ja sagen, was man will, aber das ist eine Augenweide. Das ist eine wirkliche Augenweide. Und ich kann es nur wirklich empfehlen. Also für alle, die Survival-Games mögen, ist dieses Spiel definitiv was. So, ich nehme hier mal ganz viele von mit. Damit wir nicht immer hier Eier müssen. Ich glaube, wir haben sogar noch welche in der Box liegen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Hätte sogar reichen müssen, was wir haben. Und wir sind voll. Ja gut, ist ja nicht schlimm. Dann ab zurück zum Schiff. Da ist sogar noch ein kleines Vorkommen, das nehmen wir mit. Hier sind sogar zwei. Oh Gott. Der war doch hinter uns her. Ich hätte gedacht, der wäre weiter weg.
Oh, das ist beängstigend, ey. Da kriege ich immer Gänsehaut. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber hier haben wir noch ein Vorkommen, das können wir mitnehmen. Wir hängen hier. Hier ist noch ein Vorkommen, also die Reise hat sich schon gelohnt. Titan, wir sind voll. Ich will Titan haben. Das heißt, wir schmeißen nochmal irgendwas Sinnvolles, Sinnloses weg natürlich. Wie diesen Fisch. Ich glaube, ich habe den aus Versehen gegessen. Jetzt sag nicht, das Titan ist weg. Scheinbar ja, schade. Dann habe ich den Fisch auch umsonst gegessen. Nee, das ist Titan. Ich glaube, Titan ist ein bisschen seltener und sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich glaube, das Schiff treibt doch nicht umher. Ich war immer der Meinung, das treibt ein wenig umher, aber das täuscht wohl. Ich glaube, wir haben hier einen festen Platz. So, was wir machen können und dürfen und sollten. Haben wir den Platz? Haben wir nicht. Was wollte ich machen? Das Messer wollte ich machen. Silikongummi wird benötigt. Das kriegen wir hin. Machen wir doch glatt. So, dann können wir nämlich auch gleich das Messer herstellen. Und dann geht's doch voran hier. Sehr schön. Okay, okay. Das ist krass. Es gibt es also keine anderen Waffen hier wohl. Wir könnten hier noch so eine Box machen, aber das hilft uns ja auch nicht weiter. Andererseits braucht es nur 3 Titan und wir haben Lagerplatz. Dann machen wir das doch auch. Und jetzt ist mein Inventar natürlich voll. So. Und die müssen wir hier nebenlegen. Lagerbox, Lagerbehälter, naja gut. Wer es braucht. So, dann schauen wir doch mal. Also im Endeffekt, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Messer, ein Scanner, eine Taschenlampe und ein Reparaturwerkzeug. Was sollen wir da hinlegen? Und dann müsste ich ja eigentlich, wir können es reparieren. Wie cool ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was uns das bringt. Wie geil ist das denn? Der Rauch verschwindet. Gut, das hätten wir natürlich eher haben können. Da musste man nicht 1,5 Stunden für warten. So, dann reparieren wir das doch hier auch. This is an automated bounce back from the Aurora mining vessel. Your distress signal has been received. An emergency relief team will be dispatched to your location. Estimated arrival time 9 hours. Okay. Also in 9 Stunden bekommen wir hier Verstärkung. Oh, das sieht so schön jetzt hier aus.